Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius van Lessen, der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler, kurz genannt. Heute ein spannendes Thema, Beinlängenausgleich und Wirbelsäulenausrichtung, sagen auch andere dazu. Hängt alles mit zusammen, wenn man so will. Es ist ein Vorgang letztendlich. Viele Rückenschmerzen und Probleme des gesamten Körpers kommen durch eine gewisse Schiefhaltung. Becken, leichte Neigung, wenn man das so zeigen soll. Und da hängen dann die Beine drunter und dann die Unterschiede können minimal sein. Ein paar Millimeter reichen schon bis 1, 2, 3 Zentimeter. Das ist durch dieses Video ausgleichbar. Oder wenn Personen zu mir kommen, mache ich das auch. Ist relativ banal, geht auch relativ schnell, aber die Wirkung ist unwahrscheinlich. Durch diese Schiefhaltung des Körpers muss die Wirbelsäule das auch ausgleichen, bis rauf zum Nacken. Und dann ist so, als ob man einen Knick im Körper hat irgendwo. Und der Körper schafft das natürlich auszugleichen, aber durch verschiedene kleine Winkel steht man dann wieder aufrecht. Aber bei den Personen, das kann man von außen schon sehen, da hängt die eine Schulter nach rechts runter oder links runter, je nachdem, welches Bein länger ist. Und die Hüfte steht auch schräg gegenüber. Also man sieht richtig, dass der Körper sich müht, den Ausgleich da zu schaffen. Den größten Unterschied habe ich mal gesehen auf einer Messe. Das waren 15, 20 Zentimeter. Und das habe ich dann auch versucht. Ehrlich gesagt, das hat aber nicht funktioniert. Das war zu hoch. Diese Strecke ist immer zu überwinden, diese paar Zentimeter. Und das macht einen riesigen Unterschied beim Laufen. Sie merken sofort, oh, ich bin jetzt zentrierter und viel angenehmer zum Laufen. Und das ist angenehm. Also gerade diejenigen, die mit dem Rückenschmerzen haben, die mit den Hüfteschmerzen haben, die mit den Knieschmerzen haben, Füßen, schauen Sie sich dieses Beinlängenausgleichvideo und Wirbelsäulenaufrichtung oder Wirbelsäulen, wie man es immer nennen soll, Ding-Video an. Und das ist das, was wunderbar in Ergänzung dazu ist. Oder alleine. Manchmal reicht es schon, alleine dies zu machen. Gut, jetzt mal schauen, dass auch alle da sind, die das Video sich gerne anschauen möchten. Oh ja, es ist eine ganze Menge da. Erzähle ich ja immer wieder, aber die Fangruppe meiner Videos kennt das ja schon. Diese Videos sind zeitlos. Wann immer Sie schauen, die Wirkung ist immer da. Weil Sie sind in diesem Moment, in dieser Sekunde eingebunden in diesem Video. Zeit und Raum gibt es ja nicht, es ist nur eine Vorstellung der Menschen. Und so funktioniert das auch hier. Das andere sage ich nachher nochmal. Okay, gut, dann schauen wir mal. Dann machen wir schnell mal eben eine kleine Grundreinigung, das wäre nicht schlecht. An dieser multidimensionalen Persönlichkeit, die hier steht, Frauen, Männer, alle sind vor mir. So, das haben wir gemacht. Und jetzt geht's los. Ich mache es praktisch so, als ob ich Ihre Fußgelenke in die Hand nehme. Wäre schön, wenn Sie die Wirkung überprüfen. Das heißt, stellen Sie sich oder setzen Sie sich gerade hin oder legen Sie die Füße auf dem parallel irgendwo drauf, dass Sie es beobachten können. Was parallel sein müsste, sind die Knöchel. Wenn die Knöchel sich berühren, wenn man das hinkriegt mit den Beinen, meine sind ein bisschen oberbeinig scheinbar, dann wissen Sie, Ihre Beine sind ziemlich parallel.
Oder vom Spiegel stehen. Also eine Kontrolle. Oder bitten Sie jemand anderes und sagen, bevor ich mir das Video, es geht ja gleich jetzt los, bevor ich mir das Video anschaue, ich will mal eben kontrollieren, ob die Beine gleich lang sind. Auf einem normalen Stuhl hinsetzen, Füße in die Hand nehmen und dann kann das Gegenüber schon prüfen. Wenn die Knöchel aneinander kommen und sind parallel, dann haben sie auch gleiche Beine. Ist schon, man kann sich hier schon auch versetzen, das ist klar. Man sollte schon möglichst gerade sitzen. Und dann schauen Sie das Video und dann lassen Sie die Person wieder prüfen. Und wenn Sie alleine sind, versuchen Sie es rauszuknicken, ob Ihre Knöchel parallel sind. Oder stellen Sie sich auf, Sie werden es dann merken. So, und das es ist theoretisch für Ungläubige nicht möglich, was da passiert, um es so einfach zu sagen. Irgendwoher kommt ja dieser Beinlängenunterschied oder diese Wirbelsäule, die nicht ausgerichtet ist. Kann ja in den Knien liegen, kann in der Hüfte liegen, kann auch in den Knochen sein, die unterschiedlich lang sind. Und wenn es gemacht sind, sind die Beine gleich lang. Ist ein Wunder und es ist immer wiederholbar. Es ist immer wiederholbar. Es kann passieren, das ist die Kritik daran, dass der eine oder andere sagt, das hält ja nicht lange. Das kann durchaus passieren. Aber mit diesem Video haben Sie ja nun eine unwahrscheinliche, einfache Möglichkeit. Sie schauen es sich nochmal an. Also wenn das, Sie merken, wahrscheinlich ist das wieder in alte Position gerutscht, dann schauen Sie es nochmal an und dann müsste es dann wieder in Ordnung sein. Video ist kostenlos, wissen Sie ja. Und dann haben Sie es eine einfache Möglichkeit. Wenn es ein, zwei, dreimal gemacht hat, dann muss es auch nicht sein. Also hier bei diesem Video macht es keinen Sinn, das dreimal am Tag zu schauen. Das ist sinnlos. Einmal machen. Eine Woche oder zwei Wochen später nochmal anschauen, meinetwegen, und dann den Zeitraum immer größer machen. Das tut's was. Okay, jetzt nehmen wir alle Ihre Beine energetisch, jetzt geht's los. Jetzt nehmen wir alle Ihre Beine in einem Schwung nach oben. Und jetzt bitte ich um Beinlängenausgleich. Das mache ich mal still. Ich sage aber gleich, wenn es fertig ist. Bitte um Aufrichtung aller Zellen von Anbeginn der Zeit bis zum heutigen Datum. Amen. So sei es. Okay. Ich möchte das gerne nochmal machen. Wenn Sie jetzt die Chance nutzen wollen, ganz kurz mal durch den Raum zu gehen oder mal aufstehen, mal 2 Meter hin, 2 Meter zurück, dann gebe ich Ihnen jetzt 30 Sekunden Zeit. Und wenn Sie dann wieder sitzen, dann machen wir es noch einmal. Müsste eigentlich schon beim ersten Mal gut sein, aber meine Erfahrung hat in der Praxis gezeigt, dass es auch manchmal ruckweise geht. Bei manchen klappt es auch mit einem Mal, deswegen machen wir das in kleinen Etappen. Und noch eine Etappe und sonst haben Sie ja immer die Chance, das Video nochmal anzuschauen. Da sind ja mehrere Etappen da drin. Wenn Sie denken, Sie brauchen das, dann gehen Sie gerade zu dem Punkt, wo ich angefangen bin und schauen sich das nochmal an. Okay, gebe ich Ihnen jetzt kurz mal Zeit, dass Sie einmal rumgehen können. Und währenddessen könnte ich Ihnen was erzählen, wenn ich wüsste was. Aber das ist eine so mächtige energetische Heilung, die ja nur durch das Wort und durch mein oder den durch die Vorstellung funktioniert, dass ich es tue. Letztendlich, ich mache es ja nicht als Person, sondern ich bitte Jesus und meine Seele um Heilung für Sie. Ich mache es natürlich nicht als Person, ist ja klar. So, jetzt sind Sie wieder da. Dann machen wir das Gleiche noch einmal.
Mit dem Aufrichtung aller Zellen von Anbeginn der Zeit bis zum heutigen Datum, so sei es. Amen. Wunderbar, dann lasse ich Ihre Füße auch wieder los. Sehr schön. Gut, meine Damen und Herren, das war es eigentlich schon im Wesentlichen. Freuen Sie sich dran, beobachten Sie sich mal vorm Spiegel, ob Sie danach anders stehen, als Sie vorher gestanden sind. Wenn Sie vorher so ein bisschen hängende Schulter haben, ob das sich das ausgeglichen hat. Wenn Sie sehen, Sie stehen noch komisch, dann machen Sie das Video nochmal. Dann ist eine Wiederholung nochmal notwendig. Ja, vielen Dank für Ihr Zuschauen. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieses Video. Würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Mein Name ist Cornelius van Lessen, der feinstoffliche Virenscanner, Ihr energetischer Heiler. Machen Sie es gut, bis bald.